Willkommen zurück bei diesem wunderschönen Spiel Rise of the Tomb Raider. Wir haben erlegen Sie heute die Tiere Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Wir haben Pfeil und Bogen. Drücken Sie beim Zielen RT, um einen geräuschlosen Pfeil zu erschießen. Wir können den auch aufladen. Sehr schön. Okay, wir gucken uns mal ein wenig um. Da hinten sehe ich einen Hirsch. Und der hat mich auch schon gesehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay. Du lebst noch. Scheiße. Ich will dich nicht leiden lassen. Es tut mir leid. Aber mit Maus und... ich spiele das Ganze mit dem Controller. Da ich das mit dem Controller spiele. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Ist das für mich gerade nicht so einfach? Was ist mit den Ruinen von Golesch? Da blinkt was. Ein Überlebensversteck. Da kriege ich Ressourcen. Aha. Mir fällt gerade was auf. Irgendwas stimmt gerade mit meinen Grafikoptionen nicht. Ich habe... Okay. Egal. Okay. Auf Bäume klettern. Ich kann auf Bäume klettern. Okay, ich kann auf Bäume klettern. Warum ist es da so rot? Tiefschnee. Verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Untersuchen Sie die Ruinen. Mr. Pets, ausweichen. Und laufen. Hallo, Mr. Pets. Na komm. Mr. Pets. Lauf. Mr. Pets, bleibst du oben, bitte? Mr. Pets bleibt oben, wunderbar. Okay. Ich nehme an, das ist mein Vater. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja. Mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Sammeln Sie Ressourcen, um heilen zu heilen. Was?
um heilende Salben herzustellen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Okay, wir lernen. Ich brauche einen Verband. Wo soll ich den bitte hernehmen? Ein paar Klamotten zerreißen vielleicht, oder? Nein. Oh. Hi. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Finden Sie einen Weg, um den Bären zu sehen. Okay. Mr. Pets. Wie mache ich das denn jetzt? Etsy? Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Okay. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Es gibt zwei Arten hochzugehen. Entweder hier hoch. Was? Was war das denn? Okay, dahin soll, da hoch sollte ich gar nicht. Ich soll wohl hier hoch. Machen wir. Gehen wir halt hier hoch. Bergungsgut. Was? Ah. Oh. Stopp, nein. Nein. Das war so überhaupt nicht meine Absicht. Das war so überhaupt nicht meine Absicht. Ist die Frage, wo ist denn der Bär? Wo ist Mr. Pet? Irgendwie wirkt. Wo ist Mr. Pet? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Ach so. Natürlich nicht, wäre auch zu einfach. Wir kennen dieses Problem bereits. Ich habe nur drei Pfeile. Ich sollte vielleicht nicht jetzt die Pfeile verschießen. Auch wenn ich da wunderschöne Hirsche sehe, die ich gerne töten würde. Ich weiß halt nicht so wirklich, wo ich gerade bin. Ist das die Höhle des Bären? Bin mir nicht ganz sicher. Könnte aber sein. Okay, ich brauche Pilze, sehe ich das richtig? Das ist die Frage, wo kriege ich die jetzt her? Hi. Stirb, wieso kann ich dich nicht angreifen? Ach, so ist angreifen, verdammt. Die falsche Taste gedrückt. Kann ich nämlich nicht auch einfach ein Kaninchen zum Fraß vorwerfen oder so? Bleib mal stehen. Okay, never mind. Ich krieg den Hasen so nicht tot. Wir können hier hoch. Moment, war da nicht der Bär? Nein? Oh, da haben wir ihn versteckt. Ich bin gerade ein wenig, man könnte orientierungslos sagen. Passt wahrscheinlich ganz gut. Ein wenig orientierungslos. Ich brauche Pilze. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nur nicht genau, wo ich sie bekomme. Ist das da eine Höhle? Karte aktualisiert. Ich habe eine Karte. Da ist mein... Da ist eine Höhle. Überlebensversteck. Überlebensversteck habe ich aber gefunden, oder? Wo ist denn der Bär?
Habe ich hier rechts das Überlebensversteck schon? Ich behaupte einfach mal ja. So, jetzt ist aber die Frage tatsächlich, also da haben wir eine Höhle. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bär da drin ist. Moment, hier habe ich die beiden Viecher getötet. Aha. Aha, das sagt mir gar nichts. Warum kriege ich denn jetzt meine schnuckligen Pilze? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das hat ja gut geklappt. Das hat ja wunderbar funktioniert. Upgrades verfügbar. Bögen. Kletteraxt. Geschliffene Klinge. Tiefere Lücken einzudringen, wobei die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Okay, was haben wir noch? Pferde, Griff über Zielgeschwindigkeit. Haltezeit. Sehnennocken, Schussfrequenz. Gewachste Sehne. Zielgeschwindigkeit. Outfits, ja gut, Outfits brauche ich mir glaube ich nicht. Erstmal überhaupt mich nicht darum zu kümmern. Was ist mit dir? Was hast du denn sonst noch hier? Umwickelter Griff, also wir kriegen da noch Upgrades für. Ich lasse das erstmal so wie es ist. Moment, habe ich irgendwie Upgrade Points oder sowas? Kann ich skillen? Ne, kann ich nicht, ne? Okay. Nevermind. So, Bär. Ich brauche Pilze. Ich weiß nicht, wo ich diese Pilze bekomme. Oh. Ich hab Holz gefunden. Ich lauf gerade ein wenig planlos durch die Gegend. Grund dafür, muss ich zugeben, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Ich meine, ich kann ja auch ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich brauche 3 Pilze, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, da sehe ich schon ein Problem. Weil ich habe ein paar Pilze und ich sehe nirgendwo weitere Pilze. Tja, dann würde ich sagen. Ich kann auch versuchen, einfach in die Höhle reinzugehen, aber ich fürchte, das ist mein Tod. Was haben wir denn da? Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ja, gute Frage. Verdammt. Wieso kannst du da eigentlich nicht springen? Also ein Doppelsprung, meine ich. Ich ja. So, haben wir hier einen Pilz? Pilze irgendwie? Nun, Gebüsch. Spannendes Gebüsch. Da kann ich mich irgendwie nicht festhalten, da komme ich nicht hoch. Soll ich nochmal einen kleinen Wettlauf mit dem Bären veranstalten? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Habe ich ein Herstellungsmenü? Mission raus, nächste Folge ist exotisch. Pilze. Ja. Okay, ich glaube, ich gehe einfach nochmal zum Höhlenbären. Ich weiß mich tatsächlich gerade nicht, wo ich sonst hin soll. Vielleicht sterbe ich jetzt gleich.
Ja, ich werde das vielleicht mal zu einem auf jeden Fall machen. Erschreckt er mich jetzt gleich? Die Pilze sind ernsthaft hier drin. Ihr wollt mich doch verarschen. Hi. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Ja, hast du Pilze für mich? Was bringt mir das jetzt? Habe ich gerade irgendwas bekommen? Ich sehe nicht, dass ich irgendwas gerade bekommen habe. Egal. Ist das überhaupt die Bärenhöhle? Doch, plus ein Erz habe ich gerade bekommen. Oder plus ein. Irgendwas, hier geht's nicht weiter. Also ich fühle mich tatsächlich gerade ein bisschen dumm. Ich möchte eigentlich nicht dieses Ding einsetzen, also dieses goldleuchtende Ding möchte ich eigentlich nicht einsetzen. Ich brauche noch ein paar Pilze. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Ja, das ist jetzt bitter. Das ist tatsächlich ziemlich bitter. Wo sind denn diese scheiß Vögel? Wo sind Vögel, wenn man sie braucht? Wir machen hier mal einen auf Kletterpartie. Gerade ich mir halt da Federn. Sorry. Ich wollte eigentlich darüber. Darüber will ich. Wie komme ich denn da hin? Ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Außer in Assassin's Creed Style. Oder kann ich das Ding benutzen? Also kann ich quasi. Von da. Wo ist denn von da? Von hier. Ich komme da nicht drauf. Ach, verdammt, egal. Sorry. Ich verschwende hier gerade. Alles Mögliche. Außer intelligente Ideen, die verschwende ich nicht. Die habe ich nämlich nicht. Giftpfeile. Ich habe Wohlfähigkeiten. Giftkeile, zwei Pfeile.
Ausrüstung. Jägerköcher. Tragekapazität von Pfeilen erhöhen. Das ist natürlich ziemlich geil. Eine Tasche. Speicherkapazität von Ressourcen erhöhen. Das ist auch geil. Aber das, da kommen wir, glaube ich, überall später noch zu. Ich möchte vorher einen Fähigkeitspunkt bitte gerne verteilen. Ach ja, natürlich können wir... Ich habe sogar vergessen. Ich bin nicht mehr ganz bei Dingen. Schnelle Herstellung. Wurfobjekte und Munition im Lauf. Na, nicht unbedingt. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder ausgefechtet sind, bringen mehr RP. Aha. Stellen sie aus roten Benzinkanistern Bomben. Aha. Laden sie aus beträchtlicher Höhe sicher landen. Ohne Schaden zu erleiden. Rollen sie bei der Landung mit B ab. Halten Sie Bonuspapiere für durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Das sollte ich eventuell jetzt machen, weil ich dann Bonuserfahrungspunkte kriege. Was haben wir hier? Erhöhen die zielfixierte Zahl der Munitionsmenge, feindliche Leiche finden. Tiere glühen bei der Verwendung eines Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und... Okay. Was haben wir hier? Da habe ich jetzt aus Versehen ja schon... ja, dass ich weniger Schaden bekomme natürlich. Feinde, die durch Leuchtkiste erledigt werden, automatisch ausgeplündert. Das ist natürlich ziemlich geil, aber ich möchte halt tatsächlich zuallererst die Bonus-XP haben. Einfach in der Hoffnung, dass ich dadurch einiges abstauben kann. Muss mich ausruhen. So kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh, arme Lara. Sophia, lauf weiter! Na los, wir haben sie! Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch! Wer zum Teufel ist Sophia? Oh nein. Lass mich raten, wir sitzen auf einem Baum. Alle sind hier ist die Lage. Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel... Ich habe das Gefühl, ich habe gerade meinen Bogen durchgebrochen. Oh, da gibt's sogar... Oh, cool. Es gibt sogar einen Baumstamm. Wie kann ich mich denn verstecken? Um zu schießen, Giftwolken, Lärm, betäubte Fahne. Okay. Giftwolkenfahne. Shit.
macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Das ist schön für die Einheimischen. Ich hoffe, du hättest nicht noch irgendwie sowas wie Over and Out sagen müssen oder so. Interessant, dass es hier keine Flugkurven gibt. Durchsuchen und säubern. Los geht's. Überprüft das Gebüsch. Was ist das? Eine Leiche. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Ja, ich bin aber eure größte Falle. Glaubt es mir. Ich bin eure größte Falle. Was haben wir denn hier? Das müsste jetzt eigentlich wir mehr... Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Das ist ein bisschen gruselig, aber gut. Kann ich mittlerweile hier was tun? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Ja, ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Ich hab kein Mongolisch gelernt, das ist schade. Wir haben Russisch, glaube ich, gelernt, eben noch ein klein wenig. Oh, geil. Ich kann mit dem Ding zielen und werfen. Ich weiß noch nicht, wohin. Wo ist denn mein Bärchen eigentlich? Ich sollte jetzt gleich auch mal einen Cut machen. Wisst ihr was? Wir machen hier einen kurzen Cut.